Hallo und einen schönen guten Mittag wünsche ich euch. Ja, jetzt bin ich hier nochmal mit dem Geldthema. Ich weiß, dass das ist wirklich ein Triggerthema ist für viele. Auch für mich war es das jahrelang. Und deswegen habe ich mich auch damit beschäftigt. Und wie ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, ich bin mir sicher, dass meine Sorge um Geld, sei es geschäftlich oder privat, sicher einen großen Beitrag dazu geleistet hat. Oder ja, den Hauptbeitrag dazu geleistet hat, dass viele Dinge in meinem Leben schiefgegangen sind und dass ich auch krank geworden bin. Weil Geld erzeugt so viel Angst in uns. Geld erzeugt so eine riesige Angst in unserem Umfeld. Geld ist einfach so beängstigend für uns und hat so viel Macht über uns. Und wenn etwas Macht über uns hat, dann können wir nicht frei sein, dann können wir nicht selber wir uns selber sein. Dann trauen wir uns nicht mal dorthin zu schauen, wer wir selber sind. Und das ist so eine krasse Geschichte, die ich immer wieder festgestellt habe, dass wir uns im Geldgefängnis befinden. Wir sitzen hier drin und wissen nicht, wer wir wären ohne die Sorge um Geld. Ein Hauptteil unserer Persönlichkeit, unserer Identität definiert sich um Geld. Wie kriegen wir das Geld, um unsere Rechnungen zu bezahlen, unser Lebensunterhalt, wie können wir das Studium unserer Kinder oder Ausbildung unserer Kinder finanzieren und so weiter und so fort. Wie haben wir das Geld für den nächsten Urlaub? Wie haben wir? Es geht immer darum, sich in den Beschränkungen des Geldes zu bewegen. Und ich habe immer mehr herausgefunden in meinen Coachings, Leute suchen ihre Berufung. Leute wollen wissen, warum sie hier sind. Leute suchen ihren Lebenssinn, ihren Lebenszweck, aber den können sie nicht sehen, weil sie hinter dieser Geldmauer stecken und sich nicht mal erlauben, ihren eigenen Wert zu erkennen und nicht mal dorthin kommen in Gedanken, sei es noch gefühlsmäßig, was eigentlich ihr wahrer Wert ist, wie toll sie sind, wie perfekt, wie wunderbar sie doch sind. Sie kommen da nicht hin, weil sie sich nämlich mit Geld messen. Wenn du jemanden fragst, und wie viel Geld hast du denn so verdient im Monat, wie viel Geld wäre okay für dich, dann kommt immer, ja, irgendeine Zahl, und dann fragst du, ja, und warum nicht mehr? Ja, weil mir das noch fehlt, weil mir das noch fehlt und weil mir das nicht fehlt. Und wenn du dann da ein bisschen in die Tiefe gehst und mit den Leuten drüber redest und sagst, ja, bist du dir denn sicher, dass dir das alles noch fehlt, dass du das brauchst, um wirklich wertvoll zu sein, um deine Berufung auf diese Welt zu bringen, um deine Berufung zu leben und wirklich diese Person zu sein, die du wirklich bist, ohne Geldängste und ohne die Einschränkungen, die du dir machst, weil du denkst, aufgrund des Geldes ist das und das nicht möglich. Ja, und da kommen ganz große Sachen zum Vorstellen. Da wird so viel frei, wenn du dir nur mal überlegst, okay, wenn Geld kein Thema wäre für mich, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich mich darüber nicht kümmern müsste, was würde ich tun? Wer würde ich sein? Was würde ich in die Welt bringen? Und da geht was auf. Da geht wirklich was auf, da geht das Herz auf. Da geht ein Selbstwert auf, den du dir plötzlich erlaubst, weil du eine Riesengrenze durchbrichst, weil du dich aus dem Geldgefängnis befreist, das dir nicht erlaubt, dich als das zu sehen, was du wirklich bist. Und wenn du dieses Wesen, dieses großartige Wesen, das mit einem klaren Auftrag, einer klaren Berufung auf diese Welt hier gekommen ist, und zwar Großartiges hierher zu bringen in diese Welt, Großartiges in unser kollektives Bewusstsein reinzubringen, Großartiges und Bedingungsloses und eben Liebe, höhere Emotionen, höhere Frequenzen, höhere Energien, dass wir uns gegenseitig eben nicht mehr aus Macht und Einschränkung gegenseitig gängeln und klein halten müssen und unter Kontrolle halten müssen, dann weißt du das, dass du dafür da bist, dass du dafür da bist, eben diesen ganzen Terz nicht mehr mitzumachen und dass du dafür da bist, hier etwas ins gemeinsame kollektive Bewusstsein
reinzufüttern, dass das kollektive Bewusstsein sich erhöht, verschönert, verbessert, dass es einfach ist, sich mit dem kollektiven Bewusstsein zu verbinden und sich wohlzufühlen und nicht irgendwie Angst haben zu müssen. Und dass diese ganzen Energien hier, in denen wir leben und von denen wir uns manchmal eben nicht so außen vor halten können, dass die uns dorthin ziehen, wo es schön ist und nicht dorthin ziehen, wo Angst und Unsicherheit und eben dieser ganze Flight or Fight, diese Flucht- oder Kampfenergie, in dem wir uns befinden. Ehrlich gesagt, Leute, die kommt doch vielfach nur vom Geld. Wir flüchten oder wir kämpfen, weil wir zu wenig Geld haben oder weil wir mehr Geld brauchen oder weil andere zu viel Geld haben und Schlechtes mit Geld machen. Das ist doch echt wirklich übel. Und wenn wir das überwinden und hier neue Perspektiven anbringen und auch neu diese Kraft sehen, dass Geld eben wirklich nur Energie ist und dass es an uns liegt, wie wir diese Energie einsetzen, wie wir diese Energie nähren und was wir von dieser Energie denken und halten, und dass wir damit Paradigmen verändern können, dass wir ganze Lebensweisen verändern können, wenn wir dieses Bewusstsein verändern, zuerst für uns selber und dann um uns herum. Wenn wir das verstehen, dann hören wir auf, diese ganze Geschichte zu verteufeln und sehen das wirklich mit ganz, ganz anderen Augen. Und weil ich weiß, dass es so wichtig ist und aus eigener Erfahrung, weil ich weiß, dass diese Geldsorgerei, dass die einen krank macht, dass die einem das Leben versaut, dass die einem die Beziehung versaut, dass die einem keine Freude erlaubt, dass das einen in der Sorge hält, dass das ganze System, die ganzen Energien, die du eigentlich zur Verfügung hast, zur Kreation, zur Schöpfung von dir, von deinem Leben, dass das alles gebunden ist und diese Energie ist nur in dieser Angst und in dieser Sorge um Geld. Und das macht doch krank. Das macht deinen Körper krank, das macht deinen Geist krank, deine Seele krank, das macht dein Umfeld krank, das macht uns krank. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass diese vielen Krankheiten, die wir auch jetzt hier haben und diese ganzen Allergien und Einschränkungen und Beschränkungen, hier dürfen wir nicht und das können wir nicht essen und da sollten wir nicht tun, dass das wirklich eine Reaktion auf diese ganze Sorgerei ist, die... Schau mal, wie viel du darüber dir Gedanken machst und Sorgen machst über Geld, wie du dich fühlst, wenn du Rechnungen bezahlst, wenn du Geld ausgeben solltest, wenn du dir was leisten solltest, wenn du dir was erlauben solltest. Das ist doch ätzend, das ist doch scheiße und es muss nicht so sein, weil unser Universum ist anders gebaut. Habe eine klare Vision der Zukunft, die kriegst du aber nicht, wenn du die nicht sehen kannst, weil du hinter der Geldmauer stehst und diese klare Vision deiner Zukunft erst gar nicht aufkommen lässt. Also habe eine klare Version deiner Zukunft, lass deinen Körper und dein Sein davon anziehen. Habe diese Persönlichkeit, lebe so, wie diese Version deiner Zukunft ist. Aber wenn du sie nicht hinkriegst, weil du hinter diesen Mauern stehst, kann dein Körper nicht angezogen werden. Ich kann nicht, es geht nicht, weil. Ja, dann geht's halt auch nicht. Aber es würde ja gehen, wenn du all das draußen lassen würdest und sagen würdest, klar, alles geht. Und ich muss nur wissen, wie es ist, wie es sich anfühlt, wie diese Persönlichkeit in mir denkt und fühlt, wenn sie das schon ist. Aber wenn du da nicht hinkommst wegen diesem ganzen Zeugs, was hauptsächlich mit Geld zu tun hat und mit deiner Vergangenheit und deinen vergangenen Geldstories, diese ganze Illusion, die wir in Geld reinstecken, was wir davon halten, wenn wir uns die nicht verändern, dann bleiben wir da, wo wir sind und es geht nicht drum, irgendwie rumzuprotzen und Luxus zu klotzen, sondern es geht drum, das zu tun, was du wirklich tun möchtest, was du nicht tust, weil du kein Geld hast. Da zu helfen, dich da einzubringen, dich da einzusetzen, dich da Freude zu haben an diesen Dingen, die dich wirklich begeistern, weil du dadurch dein Sein in die Welt rausbringen kannst und weil du dadurch das Kollektive einfach erhöhst und verbesserst und zum Schöneren bringst, dann müssen wir doch dieses verdammte Geld bearbeiten und diese verflixte Illusion aufdecken und sie dazu machen, dass sie uns das erlaubt, was wir sind und was wir sein wollen und nicht sie dazu macht, dass sie uns das zurückhält.
Und deswegen mache ich diesen Geldmagnetenkurs und deswegen biete ich ihn zu diesem Preis an. Und deswegen wünsche ich mir, dass ganz, ganz viele Leute dabei sind. Und darum geht es. Und wenn du nachher weiter rausgehst und dieses Paradigma für dich verändert hast, kannst du es für andere verändern. Und für jeden, der das verändert, der hat ein besseres Leben. Und der ist gesünder und der ist glücklicher und der hat glücklichere Beziehungen. Und warum soll das nicht für jeden von uns möglich sein? Und deswegen mache ich das hier und deswegen lasse ich mich auch anprangern und anschwärzen und Geld scheffeln. Okay, der, der das denken will, der ist noch nicht bereit. Aber wenn ihr bereit seid, ändert es wirklich hier an diesem Moment. Weil je mehr wir da in diese Kraft gehen, desto schneller kommen wir voran für alle. Und dann tust du etwas für die anderen, was deine Herzenspassion ist, was du gerne machst. Und somit machen wir unsere Welt besser. Und ich habe jetzt diesen Weg gewählt. Du machst vielleicht einen anderen Weg oder einen ähnlichen Weg mit anderen Worten. Aber geh den Weg, weil es ist so wichtig, dass wir gehen und nicht stehen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.